Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In diesem kurzen Lehrfilm möchte ich Ihnen zeigen, wie man durch das Abkürzen von Suchbegriffen mittels Platzhaltern die Treffermenge einer Recherche erweitern kann. Der Platzhalter wird auch Trankierung genannt. Oft wird als Zeichen einer Trankierung das Sternchen genutzt. Auch im Katalog der Bibliothek gilt der kleine Stern als Platzhalter. Eine Trankierung kann übrigens 0 bis beliebig viele Zeichen ersetzen. Wie das Trankieren genau funktioniert, möchte ich nun an einem praktischen Beispiel erklären. Ein Seminararbeitsthema könnte sein Rassismus in der Grundschule. Hier ist es natürlich naheliegend, die beiden Begriffe Rassismus und Grundschule zu suchen. Ich wechsle nun in den Katalog der Bibliothek und gebe Rassismus und Grundschule in die einfache Suche ein und erhalte 8 Treffer. Da mir dieses Ergebnis aber noch nicht ausreicht, möchte ich nun mittels Trankierung meine Treffermenge erhöhen und beginne mit dem Begriff Rassismus. Kürze ich das Wort um die Endung muss, werden gleichzeitig Begriffe wie rassistisch und Rassismuskritik gesucht. Ich wechsle nun wieder in den Katalog der Bibliothek und gebe den Suchterm Rassist, Sternchen und Grundschule in die einfache Suche ein und erhalte 10 Treffer. Ich möchte meine Treffermenge nun noch weiter erhöhen und überlege, wie ich den Begriff Grundschule zum einen verallgemeinern und zum anderen kürzen könnte. Ich entscheide mich, vom Suchbegriff Grundschule auf den Suchbegriff Schule zu wechseln und trankiere den Begriff Schule folgendermaßen. Mit Schul-Sternchen ist es nun möglich, Begriffe wie den Plural Schulen oder auch Schulreform und Schulsozialarbeit zu finden. Im Bibliothekskatalog gebe ich den Suchterm Rassist-Sternchen, Schul-Sternchen in die einfache Suche ein. Ich erhalte 204 Treffer. Um nun herauszufinden, welcher Treffer zu dem Seminarthema passt, schaue ich mir die Treffer und vor allem den Reiter Angaben zum Inhalt an. Unter diesem Reiter finden Sie Abstracts, die den Inhalt der Ressource in einem kurzen Text wiedergeben. Außerdem finden Sie Schlagwörter, also Begriffe, die das Thema einer Ressource widerspiegeln. Die positiven Aspekte an Trankierungen liegen ganz klar auf der Hand. Aber Vorsicht, die Stelle der Kürzung ist entscheidend. Wird das Wort zu stark gekürzt, finden Sie viele irrelevante Treffer, die eventuell nicht mehr zu Ihrer Suche passen. Wenn Sie zum Beispiel das Thema Lernpsychologie recherchieren, werden Sie mit der Suche Lernpsychol-Sternchen wahrscheinlich viele interessante Treffer finden. Trankieren Sie aber schon nach dem Wort Lern, Sternchen, wird Ihre Recherche thematisch unnötig ausgeweitet.